say we are all looking good. Und ich muss sagen, wir sehen alle sehr gut aus. So the service of today is already good for us. Also ist schon alles für den Gottesdienst heute vorbereitet. So I want us to go into the Bible and look into the Bible, the word of God for the day. Wir wollen jetzt den Bibelvers der Woche aufschlagen. Seen in the book of Psalms. In Psalmen. Chapter 98. Kapitel 98. Achso, Psalm 98. Vers 4 to 6. Von 4 bis 6. Psalm 98, Vers 4 to 6. Psalm 98, Verse 4 bis 6. I hope we are all there. Seid ihr alle schon da? If you are there, say amen. Dann sagt Amen. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. I want us to make a joyful noise. That's what the Bible says. Ich will, dass wir einen freudigen Schrei machen. Break forth in songs, rejoice and sing praises. Sing to the Lord with the harp and sound of psalms, with trumpet and sounds of horns. Shout joyfully before the Lord, the King. Jauchzt dem Herrn alle Welt, seid fröhlich und jauchzt und spielt. Singt dem Herrn zur Zither, mit der Zither und der Stimme des Gesangs, mit Trompeten und dem Schall des Horns, jauchzt vor dem König, dem Herrn. Yeah, it's our time to rejoice, and that is the purpose of coming to the presence of God, because in the presence of God there is fullness of joy. Es ist jetzt die Zeit, Freude zu verspüren, weil in der Gegenwart Gottes ist viel Freude. Amen. Amen. I want us to welcome each one another. With the embrace, with shaking of hands, just welcome ourselves in love, with smiles, because the Lord has called us here. Ihr könnt euch jetzt alle freudig willkommen heißen, ob es umarmen ist, ob es Hand geben ist, einfach mit Freude. Let us embrace ourselves and welcome ourselves. You are the first. That's good. He's the King of Kings, He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the Lord of Lords, He's the King of Kings. His name is Jesus, He's Jesus. He's the King of Kings, He is the King of Kings. He's the Lord of Lords, He is the Lord of Lords. Hallelujah! His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King of Kings, He's the Lord of Lords. There is no one like Him, the Jehovah of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. King, hey, of kings, He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. That's why He's the King of Kings. He is the King of Kings. He's the Lord of Lords. There is no one like Him. There is no king like Him. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 oh, He is the King. Hey, hey, hey. Oh, He's the King of Kings, He's the Lord of Lords, He's the God over every situation. Jesus, 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 Jesus. Oh, 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 He's the King of Kings. He's the Lord of Lords.
Lass uns den Namen Jesus zusammenschreien. Jesus. Jesus. Oh, it's more than that to us. Jesus. Jesus. Amen. Amen. Let's welcome our worship unit as we worship the Lord. Wir bitten jetzt unser Lobpreisteam nach vorne. You're my strength when I am weak. You're the treasure that I seek. You're my all in all. I'm seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'll be a fool. You're everything that I have. Chai. You're my strength when I am weak. You're the strength when I have no hope. You're my all in all. Jesus, my Savior, you are my hope. I'm seeking you like a precious jewel. What I will not give, I will hold on, because you're my all in all. You're my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Seeking you as a precious jewel. Not to give up, I'll be a fool. You are my all in all. You are my strength when I have no strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Seeking you as a precious jewel. Not to give up, I'd be a fool. You are my all in all. The Lord is our strength. He is our refuge in time of problem. When we do not know where to go, we come to you, O Lord. Seeking you as a precious jewel. I will not give up, I will hold on you. You are my all in all. You are my strength when I am so weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Seeking you as a precious jewel.
about to give up, I'll be a fool. You are my all in all. You are my Jesus. 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 Lamb of God. Worthy is your name. Worthy is your name. Oh, Jesus. Jesus. You are Lamb. My sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I'm fall, you feel, pick me up. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all. Woo! Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Wenn du schon hingefallen bist, dann verstehst du das besser. Er ist unser Helfer. Wenn ich nicht mehr keine Hoffnung hast, Herr, ich komme zu dir und du schenkst Hoffnung. When I am dry, you fill my cup. You're everything that I have. I call on Jesus. 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 Lamb of God. Worthy is your name. You are holy. Woo! You
is the Lamb. Amen. Sit upon the throne. You are faithful, Jehovah. Mighty in works you are. You are holy among other gods. Are you Jehovah Almighty? Hey, faithful is you, Lord. Faithful you are. Worthy you are. So gross is them. Hey, sing mit mir, so gross, so wunderbar bist du, Herr. Im Preis in wir, hallelujah, so wunderbar, so gross is my God. So gross is death. So gross. So gross is death.
alle hören. Sein Name sei erhöht. Denn er verdient das Lob. Denn er verdient das Lob. Wir singen laut. Wir singen laut. So groß ist der Herr. Oh, sein Name sei erhöht. Denn er verdient das Lob. So groß, so wunderbar bist du, Herr. Sing mit mir, so groß, so wunderbar bist du, mein Herr. Darum preise ich dich, Herr. Darum preisen wir dich, weil du so lieb bist, weil du so groß bist, mein Herr, Vater. Oh. So lieb bist du, Herr. So lieb, so lieb bist du, mein Vater. Darum preise dich, Herr. So groß, so wunderbar bist du, Herr. Hey! Ah, ich bleib hier bei dir. Ich bleib hier bei dir. So groß, so wunderbar bist du. Zu mir, bist du groß, zu mir, bist du lieb, zu mir, darum, so wunderbar, so groß, so lieb bist du, Herr, im Preis im Weg, so groß, so groß, bist du mein Herr, darum bleib ich bei dir, darum preise ich dich, darum lobe ich dich, so groß, so wunderbar bist du, Herr. Hey, einmal so groß ist der Herr. So groß, so groß ist der Herr. Halleluja. Sing mit mir, so groß. So groß ist der Herr. Yeah, yeah. Ihm preisen wir so. So groß, so groß ist der Herr. Danke, Herr, dass du so groß bist, Herr. Du bist größer als meine Sorge, Herr. Du bist größer als jede Krankheit, Herr. Du bist größer als jeder Mensch, Herr. Du bist viel größer, Herr. Darum preisen wir dich. Darum loben wir dich, darum haben wir dich als Vater, als Gott, als Herr. Woo. Halleluja. Wir haben einen großen Gott. We have a big God. We have a big God. Bigger than every problem. Bigger than every sickness. Bigger than every trouble. Bigger than every enemy. Who can stand before our God? Wer kann gegen unser Gott stehen? Weil es so groß ist. Es ist so groß, Herr. Thank you, Herr. Danke, Herr.
Guten Morgen, Gemeinde. Ich hoffe, es geht euch gut. Good morning, church. I hope you're feeling well. Warum seid ihr so ruhig? Geht euch gut? Hallo? Dann antwortet man doch. Wir haben einen kurzen Sketch vorher. We have a small sketch before the preaching. Die Jugendgruppe, die üben schon seit Jahren für diesen Sketch. The young people have been rehearsing for this, to present this for a long time. Ihr müsst euch vorstellen, wir befinden uns in der Arztpraxis vom Dr. Joshua. Okay, now you have to have this visualization. We have to have this in mind. We are in a doctor's office, Dr. Joshua. Alles andere. Danke, danke für deine Hilfe. Es hat funktioniert. Maggie darf reinkommen. Okay, wo liegt der? Oh mein Gott, Herr Arzt, Sie wissen gar nicht, mir tut alles weh. Mein Knöchel, ich bin gestern an der Tür gestoßen und mein kleiner Zeh, der tut so weh. Und ich glaube, er ist irgendwie angeschwollen. Aber irgendwie glaube ich auch, irgendwie mein anderer Fuß ist angeschwollen. Also ich weiß nicht, irgendwie stoße ich mich jeden Tag irgendwo an. Also, aber irgendwie glaube ich auch, mein Knöchel tut auch weh. Und irgendwie kann ich ihn nicht mehr richtig bewegen. Ich glaube, der ist irgendwie verdreht oder so. Also irgendwie, ich weiß nicht. Aber irgendwie tut auch mein Knie um. Sie wissen gar nicht. Ich glaube, der ist irgendwie gebrochen oder verzerrt oder ich weiß es nicht. Aber irgendwie tut auch meine Hüfte tut voll weh. Ich kann mich gar nicht mehr hinsetzen. Sie wissen, ich kann ihn gar nicht bewegen. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Ist das eigentlich normal? Sollte das so sein? Ich kann gar nichts mehr bewegen. Oh, aber irgendwie habe ich auch voll Bauchschmerzen. Mir tut alles. Ich esse richtig. Du weißt nicht, ich esse wirklich richtig. Ich esse gesund, aber mein Bauch tut trotzdem weh. Ich weiß, ist das normal? Was mache ich falsch? Ich habe so Bauchschmerzen jedes Mal. Aber es tut. Aber ich kann nicht mehr richtig schlafen. Ich weiß nicht, was los ist. Aber irgendwie habe ich auch Rückenschmerzen. Sie wissen gar nicht. Oh, ich weiß nicht, es tut alles so weh. Ich kann mich nicht hinlegen. Ich kann nicht schlafen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann gar nichts machen. Aber auch meine Finger tun irgendwie auch weh. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich kann nicht richtig schreiben. Wenn ich versuche mit rechts zu schreiben, dann tut mein rechter Finger weh. Dann tue ich mit links zu schreiben und meine linke Hand tut weh. Und ich kann nicht mit links schreiben. Und irgendwie tut mein Armgelenk irgendwie auch weh. Ich weiß nicht. Ist es irgendwie gebrochen? Sollte das so sein? Oder wie ist es? Ich weiß nicht. Aber irgendwie kann ich meinen Arm auch nicht bewegen. Ich kann den nicht kreisen. Ich weiß nicht, irgendwie geht es nicht weiter als hier. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber irgendwie tut auch mein Nacken voll weh. Also ich kann nicht zur Seite schauen oder so. Oder zur anderen Seite schauen. Ich weiß nicht. Aber irgendwie tut auch meine Ohren weh. Ich höre sie eigentlich nicht. Ich hör gar nichts. Ich hör nur so ein Piep. Ist das normal? Ich weiß nicht, ob das normal ist. Was ist los mit mir? Aber irgendwie rieche ich auch nichts. Ich rieche gar nichts. Ich koche, aber ich rieche nichts. Was ist das? Aber irgendwie schmecke ich auch nichts. Alles, was ich esse, es schmeckt nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber irgendwie sehe ich auch nicht richtig. Irgendwie, glaube ich, ist alles verwischt. Aber ich brauche eine Brille, aber irgendwie will ich keine Brille. Aber irgendwie, ich glaube, morgen sehe ich wieder gut. Oder irgendwie ist alles verwischt und dann ist alles wieder nichts verwischt. Hä, aber irgendwie habe ich auch voll Kopfschmerzen. Ich weiß nicht. Ich trinke so viel Wasser, aber ich habe trotzdem Kopfschmerzen. Was ist mit mir los? Oh mein Gott, ich habe keine Zeit mehr. Selbst Sie können mir nicht mehr helfen. Dankeschön, super. Thank you very much. You've done well. Ja, wir beten noch kurz vor. We want to pray before we start. Himmlischer Vater, ich stelle diesen Gottesdienst jetzt ganz unter deine Leitung. Heiliger Geist, ich stelle diesen Gottesdienst unter deine Leitung. Ich möchte, dass du redest. Ich möchte aber auch, dass wir hören können und dass du das Hören gibst und das Reden gibst, das Verstehen und dass es uns ins Herz geht. Heiliger Geist, komm du und wirke du im Namen Jesus. Amen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwoher kennt, wie der Sketch jetzt war. Maybe you know this somewhere, what was presented before you. Kann das sein, dass wir nicht zuhören wollen? Can it be that we don't really want to listen and understand what is going on? Dass wir am liebsten nur reden. We just want to speak and speak and speak.
aber nicht hören. But we don't want to listen. Ich habe mich die letzten Wochen sehr mit dem Heiligen Geist beschäftigt. For the last weeks, I have tried to take a study or occupy myself with the study of the Holy Spirit. Ich bin Pfingstler von Geburt an. From birth, I became a Pentecostal. Nee, das geht natürlich nicht, aber so ähnlich. I mean, you can't be automatically a Pentecostal, but I was born into this family, so I can say from birth, I was a Pentecostal. In einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. I grew up in a Christian family. Und für mich war das normal, über den Heiligen Geist zu hören. And for me, it was a normal thing to hear about the Holy Spirit. Und trotzdem habe ich den Eindruck, überhaupt nichts zu wissen. But sometimes I have the feeling I don't know much about him. Pfingsten, wir haben es ja gerade gefeiert letzte Woche. The Pentecost, we had the Pentecost weekend last week. Pastor hat ja auch nochmal drüber geredet, über die Ausgießung des Heiligen Geistes. And Pastor preached about the pouring out of the Holy Spirit. Aber ich möchte einfach noch ein paar Gedanken dazu bringen. I want to bring some thoughts into our mind this morning. Pfingsten, 50 Tage nach Ostern. This Pentecost we celebrate 50 days after the Easter. Der ursprüngliche Pfingsttag war Tag der Erstlingsfrüchte. The first Pentecostal day, the day the Holy Spirit came, was really in Israel, the calendar was the day of harvest. Könnt ihr sagen Erntedankfest? We can say it was a Thanksgiving Sunday, or Harvest Sunday. Und später kam noch dazu Danksagung, das haben wir letzten Sonntag auch gehört, Danksagung für das Gesetz Gottes. Afterwards, we had it also last Sunday, they were thanksgiving for the laws that God gave to them. The Israelites were grateful that God gave them these laws to guide them. Interessant finde ich schon alleine, warum Pfingsten Tag des Erntedankes ist. It's interesting why the Pentecost today was a day of harvest or a day of thanksgiving. Könnte das was mit dem Heiligen Geist zu tun haben? Does it have anything to do with the Holy Spirit? Könnte das was damit zu tun haben, dass Früchte entstehen? Does it have anything to do that fruits are being produced in lives? Lukas 12, 51 steht, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde? Ich sage euch nein, sondern Zwietracht. In Luke chapter 12, verse 51, it says, suppose you that I am come to give peace on earth, I tell you no, but rather division. Ja, herzlichen Glückwunsch. Somebody can listen to that, say congratulations, this Bible verse. Da kommt Jesus und bringt nicht den Frieden, sondern bringt Zwietracht. Jesus has come to not to bring peace, but division and confusion. Wir wissen, was er gebracht hat. We know today what Jesus brought to this earth. Aber wir gehen nochmal zurück auf den Matthäus 3, 11. Da steht, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, das hat Johannes gesagt. Aber der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In Matthew chapter 3, verse 11, John was telling the people that I'm baptizing you with water, but who, the person that will come after me will baptize you with fire and the Holy Spirit. Über 100 Leute in einem Saal zusammen. About 100 people, more than 100 people in a hall. Die haben miteinander wie viele Tage gebetet? And they prayed together for the Holy Spirit for how many days? 10 Tage. How many days did they pray for the Holy Spirit? 10 days. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir mal 10 Tage zusammen sind? Can you imagine we being together here 10 days long? Ich kann mir vorstellen, wie es dann knistert und kracht auch. An der einen oder anderen Ecke. I can imagine what will be going on in people's mind and the kind of things that will be going on if we stay here 10 days without going home. Wir können es ja nicht mal eine halbe Stunde miteinander richtig aushalten. I mean, some hours we stay here is for some people very, very difficult. Ja, natürlich, wenn ihr mir zuhören müsst, ja. Yeah, maybe it's more difficult if you have to listen to me. Aber wenn mal verschiedene Meinungen aufeinander kommen, dann kann es schon schwierig werden. But you know that if people gather together and there are different opinions, then things can really be difficult. Ich kann mir vorstellen, dass die 10 Tage wirklich ein Tage der Zurüstung waren für die Jünger. Can we imagine that these 10 days were a day of preparation? They were being equipped
These people that were praying for the Holy Spirit. Vielleicht hat der eine den anderen angegriffen und sagt, du hast Jesus verraten, du bist weggelaufen. Oh, did they have this kind of discussion that somebody was pointing fingers and you Peter, you did not rescue Jesus, and you are the saboteur that you know you sold Jesus, and this kind of accusations here and there. Wie auch immer, der Heilige Geist fiel nach 10 Tagen. It doesn't matter how it happened. After 10 days, the Holy Spirit came upon them. Und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, da waren alle super Jünger. And after the outpouring of the Holy Spirit, they became more disciples. They were young, more disciples. Da waren alles ganz große Prediger gesalbt, gingen von einem Ort zum anderen, vollzeitiger Dienst. And they started preaching, going out to evangelize, speak to people and talk to them about Jesus. Lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebenende. And they lived with peace and joy and harmony till the end of their life. Stimmt das? Was it right? Wer hat die Apostelgeschichte mal gelesen? If you've read the Acts of Apostles, you know that it's not right. That wasn't right. Habt ihr mal die Apostelgeschichte gelesen? Have you read the Acts of Apostles? Es war nicht so leicht. It wasn't easy for them, even after the Holy Spirit. Der Heilige Geist ist vorausgesagt worden, Johannes hat das auch gesagt, der nach mir kommt, der wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. And the John prophesied about it, and many times in the Bible it was prophesied that who that will come after me will baptize you with Holy Ghost and fire. Was war eigentlich das Feuer? What does it mean, the fire that comes with the Holy Spirit? Oft wird gesagt, dass es die Flammen waren, die wie Feuer aussahen. Many people interpret it as this fire tongue was upon their head when they drew these pictures. That was the fire. That's supposed to be the fire. Sorry. Könnte ein Hinweis darauf sein, was das Feuer bedeutet? Is there any symbol, any direction, something that explains what this fire is supposed to mean? Aber in der Apostelgeschichte steht, als sie die Predigt hörten, nachdem nachher auf der Straße das Evangelium verkündet worden, ging es durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? In Acts of Apostles is written that after Peter preached to them, after receiving the Holy Spirit, this word of God, the gospel, entered into the hearts of people, that they came to Peter and said, please, brother, what shall we do to be saved? Die Worte trafen ins Herz. The word that Peter spoke after receiving the Holy Spirit entered into the hearts of people. Und Petrus sagt dann, tue Buße. Peter said to them, confess and repent. Und dann lass dich an jeder taufen. Then you will be baptized. Zur Vergebung eurer Sünden. For the forgiveness of your sins. Und dann werdet ihr den Heiligen Geist auch bekommen. Then you can receive now the Holy Spirit. Der Heilige Geist, ein Feuergeist. The Holy Spirit, the Spirit that comes with fire. Gott, Jesus baut seine Gemeinde. Jesus builds his church. Und Jesus baut sie durch den Heiligen Geist. And he builds his church through the Holy Spirit. Und er baut sie, man könnte sagen, trotz uns. And he builds it even, you can say, even all with us, without us. Er baut sie, obwohl wir da sind, baut er seine Gemeinde. He is building his church himself, although we are here. Er gebraucht uns. He uses us. Aber er baut seine Gemeinde. But he himself who builds the church himself. Und auf wen oder was baut Jesus seine Gemeinde? What is he using to build his church, or for who? Auf das Feuer. He uses fire to build his church. Wenn wir die Geschichte weiterlesen in der Apostelgeschichte, wie es den Jüngern ging. If we read down in Acts of Apostles how the disciples what followed after the baptism of the Holy Spirit. Die hatten kein so schönes Leben. Their life was not so nice. Am Anfang ist der Heilige Geist gefallen und es sind tolle Wunder geschehen. When the Holy Spirit came, a lot of miracles happened. Und es war natürlich eine starke Zeit, wenn Petrus durch die Stadt gegangen ist und es sind Menschen geheilt worden. Of course, it's a wonderful time, miraculous time that Peter can go along the street and people will be healed of their sicknesses. Und trotzdem war nachher Verfolgung da. But we can remember that persecution followed immediately. Und sobald irgendwo was geschehen ist, waren gleich die Ankläger da.
Immediately a miracle happens, you see people pointing accusation fingers on them, accusing them. Heiliger Geist ist ein reinigender Geist. Holy Spirit, the spirit of purification. Johannes 15 steht, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen werden, wie eine Rebe verdorren. Man sammelt die Rebe und wirft sie ins Feuer und sie verbrennt. In John chapter 15 verse 6 say, whoever doesn't abide in me will be cast out and thrown into fire. Nur wenn wir auf Gold und Silber und Edelsteine gebaut werden, können wir bestehen. Wenn wir auf Holz, Heu und Stroh gebaut werden, dann werden wir verbrennen. Only when we are built of gold, silver and steel, we can withstand the fire. If we are built of wood, then the fire will consume us. Feuer ist immer ein Zeichen der Reinigung gewesen. Fire is supposed to be a sign of purification. Feuer läutert, reinigt. Fire comes, brings light and purifies, removes the dirt. Metall wird geschmolzen im Feuer und dann wird der Dreck abgeschöpft. When you see the process, steel is being melted through fire and the dirt or the things that are not pure, that makes this metal not pure, are being removed through this process. Feuer hat immer die Symbolik der Reinigung. Fire has this symbol of purification. Wenn wir nicht auf dieses Feuer gebaut werden, auf diese Reinigung, dann werden wir nicht bestehen. Wenn wir nicht auf dieses Feuer, auf die Reinigung gebaut werden, if we are not built of this fire of purification, dann können wir nicht bestehen. Then we cannot withstand the things that is coming. Es wird darauf ankommen, wie wir gereinigt sind. We have come and we are supposed to purify it. Hebräer 12, Vers 24 steht, ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes, und zu dem Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels. In Hebrews chapter 12, verse 24 is written, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, and that speaks better things than that of Abel. Genauso steht auch im Hebräer 12, 29, denn auch unser Gott ist ein vernichtendes Feuer. And it's written also in Hebrews chapter 12, verse 29, that our God is a consuming fire. Wir brauchen dieses Feuer in unserem Leben. We need this fire in our lives. Ich habe den Eindruck, dass, oder ich selber, ich strecke mich danach aus, dass ich die großen Gaben Gottes bekomme. I have the impression, even with myself, that I always long for the gifts of God, for the blessings of God, the gift that God gives. Ist es nicht was Tolles, wenn wir die Gaben haben und dann so schön durch die Stadt laufen können? Is it not wonderful that you have all the whole gifts that is promised in the Bible and when you walk along the street, miracles will happen? Aber Gott baut auf Demut. But God builds on humility. Gott baut auf die Menschen, die abhängig von ihm sind. God builds on people that are really dependent on him. Die sich selber haben läutern lassen, damit das rauskommt, was Gott ist. People that want to be, that God will shine through them, that people will see God in them. Deswegen wird im Römer erklärt, dass die Beschneidung von Menschen nicht wirklich zählt, sondern die Beschneidung unseres Herzens. In Romans is being expressed that not the circumcision of your flesh, it what counts is the circumcision of your heart. Die Beschneidung in uns. The circumcision in our lives, in our hearts. Und Gott gießt in reine Gefäße. And God pours his gift in a purified vessel. Wir selber können uns auch nicht reinigen. We can clean our können selber. Wir können uns nicht selber reinigen. We can't clean ourselves. Wir können duschen, das können wir machen. we can take your bath in the morning, wash your body. Und dem anderen die Ohren, den Kopf waschen, das können wir auch. You can wash your hair if you have some hair. Nein, in Deutschen sagt man, ich wasche dir jetzt den Kopf, das ist so ähnlich. Okay. Ich sage dir mal meine Meinung. In German there's an expression which says I want to wash your head, which means I want to tell you what I think, what my opinion about something. I'm not afraid. Aber aufgefordert sind wir dafür, dem anderen die Füße zu waschen. But we are being challenged in the Bible not to wash the hair but the feet of others. Wir können uns nicht selber reinigen. We can't purify ourselves.
Es ist so ähnlich wie die Frau jetzt beim Arzt war hier beim Dr. Joshua. Just for example of what we watched, the sketch that we watched now, the lady that came to visit Dr. Joshua. Wir können unser ganzes Sorgenpaket hinwerfen. We can throw out all our worries, the packages and everything that disturbs us. Aber wenn wir den Arzt nicht mal ranlassen und was tun lassen, dann wird nichts geschehen. But if we do not allow the doctor to take part and examine and touch and ask questions, there nothing will happen. Und so können wir uns auch sauber waschen und sehen vielleicht auch gut aus äußerlich. And this maybe we can try to wash our bodies and paint our faces and look good and pretty. Und schön ansehen. And maybe wear some nice clothes and you're looking cool. Aber leider guckt Gott in unser Herz. But unfortunately, God looks into the heart. Unfortunately, nicht, God looks into nicht the heart. Leider. Gott sei Dank. Fortunately, God looks into the heart. Und er sieht, was unser Herz ist. And he sees what is in the heart of man. Und er sieht, wo wir Reinigung brauchen. And he sees where we need some cleaning. Und er gibt die Reinigung, wenn wir ihn ranlassen. And he is ready to purify and clean if we allow him to do it. Aber es ist sein teures Blut, Jesu teures Blut, was uns reinigt. It's the blood of Jesus, this precious and expensive blood of Jesus is what purifies us. Ich habe mal ein Beispiel gehört, fand ich sehr nett. Der hat bei der Predigt gesagt, hast du mal deine Gefriertruhe abgetaut? I had an example, a preacher saying, hast du mal deine Gefriertruhe abgetaut, richtig abgetaut? A refrigerator, what abgetaut? Deep freezer. Have you defrosted your deep freezer? Thank you very much. Defrost your deep freezer. Hast du mal die alten Leichen aus deinem Kühlschrank rausgeholt? Have you hold all these old ice blocks in your deep freezer? Have you tried to get them out? Oder packst du immer nur oben drauf? Or are you trying to just put things on top every day? You're putting new things on top of this defrozen ice. Hast du Gott mal in deine Gefriertruhe reingelassen? Have you let God into this place? Into this dirtiness in your heart for him to purify and clean them? Oder schämen wir uns da lieber? Or are we just ashamed and we cover it and try to put some things on top of it so that nobody sees? Ich habe hier eine Auflistung gefunden, was der Heilige Geist alles tut. Das ist sicherlich noch lange nicht alles. I've tried to make a list of what the Holy Spirit can do in our lives. I mean, what I have is just a bit of it. A lot of things can still be added to the list. Aber lass Jesus in dein Leben. Just let Jesus into your life to do. Lass den Heiligen Geist in deinem Leben wirken. Let the Holy Spirit come into your life and walk, do his work in your life. Der Heilige Geist will uns an alles erinnern, was Jesus sagt. He wants to remind us of everything that Jesus said. Wenn wir mal Mund halten. If we close our mouth and let him do this talking. Der Heilige Geist will uns Kraft aus der Höhe geben. He wants to give us power to do things. Wenn wir mal unsere Muskeln endlich weglegen. But we have to lay down our own power, physical power, just lay down for him to walk through us. Der Heilige Geist will uns in problematischen Situationen reden helfen. He wants to help us in our problem, in situations and problems. We do not know what to do. Wenn wir unsere Meinung mal endlich zur Seite legen. But we have to let our own opinion and our own wisdom stay aside. Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden böse Geister ausgeschieden. Through the power of the Holy Spirit, evil spirits are being cast and sent out. Wenn wir seine Kraft dranlassen. If we allow his power to walk through us. Der Heilige Geist hilft uns in Wahrheit zu beten. He helps us to pray in truth. Da kann man auch wieder sagen, wenn wir mal unsere Meinung zurückstellen. And we can say when we keep our own opinions aside. Wir werden wiedergeboren durch den Heiligen Geist und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Born again through the power of the Holy Spirit which walks through us. Lässt du ihn ran? Are you allowing him to walk in you? Der Heilige Geist ist unser Tröster und Beistand. The Holy Spirit is our counselor. He is our comforter and the person that stands with us. Lass mal die guten Ratgeber zur Seite stehen. Stell mal die guten Ratgeber, die du hast, zur Seite und lass den Heiligen Geist dran. Let your own advisor and your own counselor stay by the side and take the advice from the Holy Spirit. He is what God has given to us to advise and comfort us. Der Heilige Geist will die Frucht in dir wachsen lassen. The Holy Spirit wants to awake these fruits in you to germinate and bear fruits. Ernte Dankfest? This is the harvest. Ist es nicht
die Pfingsttage Erntedankfest, weil der Heilige Geist die Früchte wachsen lässt? Is this Pentecost we celebrate, is it not a harvest because the Holy Spirit allows fruits to grow in our lives? Versuch nicht selber irgendwas aus dir rauszubringen. Don't try to make things out, grow in by yourself. Er wird uns in die Wahrheit leiten. He will lead us into the truth. Lass dich leiten vom Heiligen Geist. Just allow yourself to be led by the Holy Spirit. Der Heilige Geist gibt direkte Anweisungen zum Handeln. He will give you direct information on how to do things. Ich kann sagen, fast täglich, wenn ich zur Arbeit fahre, bete ich zu Gott. Gott, gib mir deine Ideen, gib mir deine Weisheit, gib mir deine Antworten für die Situation, damit ich nicht selber irgendwie Murks mache. I can say every day on daily basis as I'm driving to work, I'm praying, God, please give me your wisdom, give me understanding, advise me on things that will approach me today so that I will know what to do and how to approach them. Christliche brüderliche Gemeinschaft ist das Wirken des Heiligen Geistes. Having this brotherly love and brotherly fellowship is only possible through the Holy Spirit. Die ersten Christen waren so eins, dass sie nichts für sich selber behalten, nichts ihr Eigentum genannt haben. The first Christians, they were so united that they did not keep their properties for themselves. Sie hatten alles gemeinsam. They brought everything together in unity and they shared everything together. Keiner hatte Not. And nobody among them was having any need. Lass uns dafür beten, dass Gott Einheit gibt. And we are praying that God will give us this kind of unity. Der Heilige Geist beruft zu Ämtern in der Gemeinde. The Holy Spirit is the one who calls people into offices and work inside the church. Es ist nicht an uns zu sagen, ich möchte das und das machen. It's not in our power to say I want to be this person or this other person in the church. Es ist der Heilige Geist, der es macht. It's the Holy Spirit that leads people into positions in church. Und er gibt die Positionen. And he gives them the offices. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. The love of God is being poured out through the Holy Spirit. Auch da haben wir eine ordentliche Portion zu beten, dass der Heilige Geist kommt und seine Liebe ausgießt. This we have to have a lot of things to pray about that God, Holy Spirit will come and let his love walk through us. Der Heilige Geist treibt das Werk Jesus an. The Holy Spirit is the one that makes the work of Jesus continue. Gemeinde geht immer da vorwärts, wo es der Heilige Geist wirkt. The church can only march forward only when the Holy Spirit is there. Ich weiß von vielen großen Ausgießungen des Heiligen Geistes, wo viele hingefahren sind. I know places where the Holy Spirit was poured out in a big portion that people started going to this place to receive. Und viele haben gemeint, sie könnten das importieren. And people that went there and saw how the unity and love functioned there thought that they could import it to their own location. Aber ich selber habe immer nur da Gemeindewachstum gesehen, wo es der Heilige Geist gewirkt hat. But I have only seen the growing of church and the unity in a church only when the Holy Spirit is there. Der Heilige Geist hilft uns in der Schwachheit. Holy Spirit helps us when we are weak. Vielleicht zeigt er uns auch mal, dass wir schwach sind. Can we show our weaknesses? For him to show strength in us. Der Heilige Geist gibt Zeugnis in uns, dass wir seine Kinder sind. It's the Holy Spirit that bears this witness in us that we are the children of God. Hast du diese Gewissheit, dass du Kind Gottes bist? Do you have this assurance in you that you are a child of God? Ich meine nicht eingeredet, sondern Gewissheit. I mean the one that is not that you are being convinced by a brother that you are doing well. The Holy Spirit inside your heart witnessing in you that you are a child of God. Nein, es ist Wirken Gottes, dass wir dieses Zeugnis haben. It's the work of God that we have this witness in our heart. Der Heilige Geist will in uns als Tempel des Heiligen Geistes haben. The Holy Spirit wants to prepare us as a temple of God. Und deswegen will er, dass wir unser Gefriertor abtauen. This is why he wants to clean up our refrigerators, our deep freezers. Der Heilige Geist gibt Weisheit. The Holy Spirit gives wisdom. Wirkliche Weisheit. I mean real wisdom. Der Heilige Geist wirkt Einheit. The Holy Spirit brings unity. Und der Heilige Geist wirkt Heilungen. And the Holy Spirit is the one that brings healing also. Auch da versuche ich selber Heilung hervorzubringen. And we don't try to play it and try to bring the healing by ourselves and our powers. Lass den Geist Gottes wirken. Let the Holy Spirit of God walk through you. Es gibt nicht die Gabe der Krankenheilung.
there is no gift of healing of sickness, one sickness. Wem widerspreche ich jetzt? Am I confusing or saying it against anybody? Traut sich keiner zu melden. Nobody is trying to raise his or her hand. Plural. Somebody is saying it's in plural. The sickness is sicknesses. The gift. Der Heilige Geist gibt Gaben der Heilungen. He gives these gifts of healing. Und wenn es der Heilige Geist nicht in dem Moment wirkt, dann wird nichts passieren. And if the Holy Spirit doesn't work at that time, it doesn't matter what you do, nothing will happen. Geistesgaben sind immer Gaben, die speziell in spezielle Situationen speziell von Gott gegeben werden. This gift of the Spirit is given for a special time, for a special project, for a special something going on at a particular time. Deswegen können wir auch nicht einfach prophetisch reden, nur weil wir das wollen. That is why you cannot just stand up and start prophesying because you want to say something. Wie kann ich für Michael reden, wenn mir Michael nichts gesagt hat? If I want to speak for Michael, then I have to wait for Michael to tell me something. I can't just start speaking for him. I program myself by 10 o'clock, I will start speaking for Michael because I don't know what he wants to speak. I cannot do it. Wenn mir einen Auftrag gibt, dann kann ich es weitergeben. If he has given me an assignment to give, then I can give this assignment. Und so sind auch Prophetien, so sind die ganzen Gaben Gottes. And this is how prophecy works. This is how the gift of God works. We get them from God, we give it along to people. Was erwarten wir, wenn wir um den Heiligen Geist bitten? What do we expect when we pray for the Holy Spirit? Erwarten wir diese Dinge? Are we really awaiting all these promises? Vielleicht eine kurze Anekdote bei uns in der von unserer Familie. Eine kurze Geschichte von unserer Familie. I want to tell you a little story from my family. Wir hatten mal Besuch bei uns zu Hause von einem Bruder aus Afrika. We had a guest who visited us from Africa in our house. Er hatte ungefähr so die Hautfarbe wie Kingsley. Okay. He was looking to my complexion. Und dann ist mein Bruder hingegangen und hat gesagt, Onkel. And my brother went to him and said, Uncle. Bist du katholisch? Are you Catholic? Hat er gesagt, nein. And he said, no, I'm not a Catholic. Like, bist du evangelisch? And he said, are you evangelical? Nein. And he said, no, I'm not evangelical. Er sagte, bist du Mormone? And he said, are you from the Church of Mormon? Er sagte, nein. And he said, no. Er sagte, ja, was bist du dann? And my brother said, I asked him, then what are you then? Er sagte, ich bin Pfingst. I said, I am like you, I'm a Pentecostal. Dann hat mein Bruder gesagt, komisch, mein Papa ist auch Pfingst, aber der ist nicht so dunkel wie du. And my brother said, oh, this is very funny, because my father is also a Pentecostal, but it's not so dark as you are. Not as dark as you are. Es kommt nicht auf uns drauf an. It's not about our completion. Es kommt auf den Heiligen Geist drauf an. It's what makes us Pentecostal is the Holy Spirit in our hearts. Vielleicht noch eine kurze Geschichte. Es war ein Schwätzer war zu dem großen Philosophen Sokrates ist er gegangen. Ich weiß nicht, ob er ihn kennt, Sokrates. Sokrates heißt er ja. Sokrates. Okay. He was ein Philosoph. Philosopher, yeah, he is known, Socrates. Und dann hat er gesagt, gerne möchte ich ein Schüler von dir sein. Er sagt, der Mann, es war ein Kaufmann, der hat gesagt, ich möchte gern ein Schüler von dir sein. Somebody approached him, a trader approached him and said, I want to be one of your students, I want to learn from you. Er hat gesagt, ich habe mich erkundigt, ich bin Kaufmann und ich zahle das gern, aber wieso verlangst du von mir doppelt so viel wie von den anderen? And he said, I've gotten some information about you, I'm a trader and I have the money, but why are you charging me double the price of what you're charging others to teach them? Sokrates gesagt, philosophy. Weil ich dir nicht nur das Sprechen, sondern auch das Schweigen beibringen muss. He said, because to you, I will not only teach how to speak, I will teach you also how to be silent. Kann das sein, dass Gott uns erstmal das Schweigen beibringen muss? Can it be that sometimes God also wants to teach us how to be silent in some situations? Das heißt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, und im Gebet. The Bible said in Acts of Apostles chapter 2, verse 42, that they were united and in the teaching of the apostles and in breaking of bread and in prayer. Und dann heißt es, es kam aber Furcht über alle und geschahen viele Zeichen und Wunder. And the Bible says, the fear of God came upon many
And there was miracles, signs and wonders followed the church. Sie blieben in der Gemeinschaft und es kam Furcht über die Gemeinde. They were united, living in fellowship, and there was the fear of God in the church. Nicht Angst. It's not fear. Furcht. Ehrfurcht vor Gott. It's this reverence. When we talk about this fear of God, it's the reverence of God. It's not about fearing God, but reverence to God. Die erste Auswirkung des Heiligen Geistes war, dass die ersten Christen Gott gesehen haben. The greatest miracles was that the first Christians, they saw God. Und sie haben Ehrfurcht vor Gott bekommen. And they became and received this reverence from seeing the glory of God. Es hat mal jemand gesagt, wenn wir sehen würden, dass Gott hier steht, würden wir nicht mehr auf unseren Stühlen sitzen. Somebody said to me, you're praying for God to appear. If we the glory of God appears here, we will not be sitting down on our seats as bestenfalls we are doing now. Würden wir auf dem Boden liegen. Many people fell flat on their faces and we will receive this reverence from the glory of und God. Und die Heiligkeit Gottes ehren. And we will learn to appreciate the presence of God. Der Heilige Geist hat Furcht gebracht. The Holy Spirit brought into the church, the early church, this reverence for God, this weil fear wir, of God. Weil wir Jesus sehen im Heiligen Geist. Because we see Jesus through the Holy Spirit in his glory. Wir sehen sein Wirken in der Gemeinde durch we den Heiligen see Geist. Christians who see the work of the Holy Spirit being practiced, being real inside the church. Es kam Kraft. Power flew. It was taking place in the es church. Kam Heilung. Healing was taking place in the church. Und Bedrängung. And there was also persecution following the Christians. Und es kam Tod. They were being killed also. Denken wir an Hananias und Sapphira. I mean, that also happened in the church in the case of Ananias and Sapphira. Die haben Gott und den Heiligen Geist betrogen und sind gleich tot umgefallen. They tried to deceive and lie against God and the Holy Spirit and they fell inside the church and they were dead there. Everybody saw them. Wünschen wir uns das im Moment? Do we really wish to see this kind of thing in church today? Wünschen wir uns den Heiligen Geist? We don't want somebody to die. Do we really want Holy Spirit to be present, walk in our midst? Wünschen wir uns die Vollmacht des Heiligen Geistes? Do we want the Holy Spirit to take over his church and do things the way he wants to do it? Die Folge ist auch tot gewesen. The following or something that can follow is that there may be some death when somebody tried to play tricks. Der Heilige Geist will uns reinigen. The Holy Spirit wants to purify us. Es kam Ehrfurcht, es kam Verfolgung über die Gemeinde. There was this reverence from God came to the church. At the same time, persecution also followed the church. Und wir profitieren von der Verfolgung der Gemeinde. Wisst ihr das? And we today Christians, we are benefiting from what our forefathers suffered, the early church, what they suffered, the persecutions they went through. We are beneficiaries today. Petrus hat gearbeitet als Zeltmacher. Paul worked as somebody who was making tents. Petrus war Fischer. Peter was a fisherman, that was obvious. Als Zeltmacher hat er gearbeitet. He worked as somebody who would make tents. Ich denke, er war im vollzeitigen Dienst. I think he was like a full-time job. Er hat sein Brot selber verdient mit Zeltmacher. He said, I earned my own bread. I earned am Anfang. Aber man sagt, dass es fast 10 Jahre waren. Almost 10 years. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. After the pouring of the Holy Spirit, he worked for his own bread. He was working, earning bread, also working his ministry. Und dann hat der Heilige Geist ihm eine Offenbarung gegeben, dass auch die Nationen mit teilhaben sollen am Evangelium. Then he got this vision from the Holy Spirit that he should go into nations and preach the gospel. Offenbarung Gottes. The revelation of God. Und die Uhr präzise bis auf die Sekunde bei Gott. And you know by God the time is exact. Er gibt Paulus die Offenbarung mit dem, was er essen soll. He gave him this revelation. Petrus. Ja, jetzt sind wir wieder bei Petrus. Good. Okay, Paul and Peter, they are the same. Aber er hat auch gearbeitet, Petrus, da in der Zeit dann. He said also, even Peter also worked
for some time. Auf jeden Fall gibt er die Offenbarung, der Heilige Geist. Holy Spirit gives him this revelation. Dreimal, er soll das essen. Three times he said to him, kill and eat. Unreine Dinge. Then that he, Peter was describing as unpurified. Und der Heilige Geist sagt ihm, wenn Gott das rein gemacht hat, dann ist es rein. Holy Spirit said to him, if God has purified it, then it is pure. You can eat it. Und nach dem dritten Mal klopft es an der Tür und die Leute stehen vor der Tür. After the third time, somebody knocked on his door and it was this Gentiles, so to say, who came and wanted to receive the gospel. Und laden Petrus ein, komm doch zu uns, hier entsteht eine Gemeinde. And they were inviting Peter to come over to their place because there was a church that was planted there. Offenbarung Gottes. Revelation from God. Offenbarung seiner Gnade. The revelation of his grace and mercy. Er gibt die Offenbarung zur richtigen Zeit und er schickt die Leute zur richtigen Zeit los, dass sie zur richtigen Zeit kommen. He gives this revelation to Peter at the right time and at the same time he tells these people, go to the door and knock. And they knock, Peter was there to respond. Früchte des Geistes bringen. This reverence or fear of the Holy Spirit. Aus dieser Fülle, aus dieser Kraft bringen wir Früchte. Through his power, through his strength, we will bear fruit. Wenn wir anstatt im Geist, im Fleisch wandeln, if we, instead of walking on our own flesh and power, das heißt mit anderen Worten, nicht auf Gott hören, sondern unser eigenes Versuchen zu bringen. In other words, if we try to do things the way we feel like, not listening and getting instruction from God, dann unterliegen wir dem Gericht Gottes. Then we are bringing the judgment of God upon ourselves. Wenn wir aber auf ihn schauen, but if we Gott wirken lassen, focus on him and allow him to walk through us, dann werden wir Früchte aus Gott selber bringen können. Then we will bring fruits from God. Dann werden wir geheiligt werden und werden als geheiligte Früchte bringen können. We will be purified and we can bring pure fruits into this world. Und dann sind die Früchte nicht schrumpelig und krumm und schief. And then our fruits will not be, you know, tattered and shrank and dirty. Sondern wohlschmeckend. But it will be very pure. Zur Auferbauung. And tasty and very nice to eat. Der Heilige Geist ist dafür ausgegossen, dass er seine Gemeinde baut. The Holy Spirit is poured out that he will build his church. Und Jesus möchte, dass wenn wir in die Gemeinde schauen, dass wir ihn sehen. And Jesus wants when people look at the church, through the church they will see Jesus. They will see the character of Jesus in the church. Nicht in Matthias. Not in Matthias. Nein, Jesus möchte, dass wir ihn sehen. He wants us to see him, Jesus, in the church. Und deswegen ist es so heilig, wenn wir in die Gemeinde reinschauen. Wenn wir nicht Jesus sehen, dann verfälschen wir das Bild Jesu. That is very, very difficult. If we look into the church today and we do not see Jesus, then there is something wrong. We're supposed to see Jesus, not any other man, not any other prophet, but Jesus inside the church. Jesus selber ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, ohne Feuer. Jesus received also the Holy Spirit, but without fire. Wir brauchen das Feuer. We need that fire. In der Offenbarung steht, hört, was der Geist der Gemeinde zur Gemeinde spricht. In Revelation is written, please listen to what the Spirit is telling the church. Offenbarung 2, Vers 7. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. In Revelation chapter 2, verse 7, he that has ear and ear, let him hear what the Spirit says unto the church. To him that overcomes, I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Ich wünsche mir, dass die Gaben Gottes viel, viel, viel mehr bei uns in der Gemeinde wirksam werden. I wish and pray that the gift of God and the power of God will be seen more and more in our midst in the church. Aber der Weg dazu ist Heiligung. But the way to receive this is through purification. Ich wünsche mir, dass ich mich viel, viel, viel mehr gebrauchen lassen kann durch den Heiligen Geist. I wish that I will let myself be used more and more by the Holy Spirit. Aber ich brauche das Feuer Gottes in meinem Leben. But I need also the fire of God to purify my life. Ich möchte zuhören. I want to listen
what God has to say to me. Ich möchte feinhörig sein auf das, was Gott sagt. I want to be sensitive to listen even the small still voice of God to get them and understand what God wants me to do, what God wants me to do. Ich möchte es nicht so machen wie die Frau beim Arzt. I don't want to speak like the lady that visited the doctor. Amen. Amen. Thank you, Dickie Matthias. Danke an Matthias. The message was sinking into my body and souls. Die Nachricht hat mich tief berührt. And I believe that every one of us actually feeling the message as it's telling us what the Spirit wants us to hear today. Und ich glaube auch, dass jeder persönlich von uns etwas von dieser Nachricht mitnehmen konnte. And so therefore, I had a question while the message was going on. Und bei mir kam eine Frage auf während der Predigt. And the question is, how many of us does normally wait on God when we pray? Und die Frage war, wie viele von uns warten wirklich auf Gott, wenn wir beten? I mean, we know that God normally speaks, and when we pray and study and learn of the Word, waiting on the Holy Spirit, here, how many of us wait on Him to speak to us on a particular issue we have placed before Him? Wir alle wissen, dass Gott redet, aber wenn wir die Bibel studieren oder im Gebet sind, wie viele von uns warten wirklich darauf, bis Gott spricht? So that message wasn't just for fun or the usual or the regular message of Sundays. Also es ist keine gewöhnliche Nachricht oder auch nur zum Spaß. That we take a step forward and do not speak alone, but to hear what the Spirit is saying to us individually. So dass wir auch einen Schritt vorwärts machen können und nicht nur reden, sondern auch darauf hören, was der Heilige Geist uns sagt. I want us to bow down our head and pray. Ich will auch, dass wir jetzt noch dazu beten. Our Father in heaven, we acknowledge you. We thank you because we do not fear only. We reference and we acknowledge you because you are the Lord of the Lord and the King over our heart. Thank you for giving us the Spirit and the gift of the Holy Spirit. Thank you for building your Spirit in us so that we can hear you, speak to you as your children. And so, Father, we pray as you have talked to us today about the gift you have given to us and the capacity and the ability to use it and work with him, we pray that it will continually be a blessing unto us in the name of Jesus. And when you speak to us, we will hear it in the mighty name of Jesus. We will not wait on others to come and deliver to us what the Holy Spirit has already spoken to us in the name of Jesus. As your children, we will manifest in the name of Jesus. Thank you for your son that you have used. We fill him up by your Spirit in the name of Jesus. That the gift of the middle of the garden that you promised those who wait on the Holy Spirit, you will use it and will give it unto him in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us package our offering. Lasst uns jetzt für das Opfer vorbereiten. Package it with cheerfulness, with gladness. Gebt mit Freude. And bring it into the presence of the Lord. And as we do so, may we be blessed. Und so bringen wir es jetzt in die Präsenz Gottes, sodass wir auch gesegnet werden. Of your glory, no man can know the end of your power. I said, no man can see the end of your.
your grace, yeah. No man can know the end of your love. No one can see the end of your glory. No man can know the end of your power. As far as the heavens stand, stands above the earth, you are exalted, unlimited God. As far as the heavens stand, stands above the earth, you are exalted, oh. As far as the heavens stand, stands above the earth, Father, you are exalted, unlimited God. As far as the heavens stand, Jesus, you are exalted. You are exalted. Savior, you are exalted. You are exalted. Unlimited God. Unlimited God. You are exalted. You are exalted. Yeah. You are exalted. You are exalted. You are exalted. Unlimited as far as the heavens stand, as far as the heavens stand, above the earth. Above the earth. You are exalted. Father, you are exalted. As far as the heavens stand, as far as the heavens stand. Yeah. Unlimited. You are exalted. You are exalted. You are exalted. You are exalted. Come on, exalt his name. Come on, exalt his name. Unlimited. He's unlimited. You are exalted. Oh, you are exalted. You are exalted. Oh, you are exalted. You are exalted. Unlimited. You are exalted. 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 Unlimited God. As far as the heavens stand, it stands above the earth. You are exalted. Unlimited God. As far as the heavens stand, it stands above the earth. You are exalted. Father, you are exalted. You are exalted. You are exalted. You are exalted. Unlimited God. You are exalted. You are exalted. You are exalted. You are exalted. Unlimited God. As far as the heaven stands, stands above the earth. Jehovah, you are mighty. You live in the heaven above. As far as the heavens stand, stands above the earth. You are Jehovah Elohim Adonai. You are exalted. You are exalted. You are exalted. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi. Jehovah Rapha, Jehovah God. Oh, Jehovah Nissi. Jehovah Rapha. Oh, you are exalted. 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 Unlimited God. Unlimited God. You are exalted. 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 Unlimited God. Jehovah, you are exalted. You are exalted. Jehovah, you are exalted. You are exalted. You are exalted. You are exalted. Unlimited God. Unlimited God. Change. Oh, 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 oh,
worship you today. Oh, 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 oh. God, an unkeeping God, and will never, never change. You are Father to the fatherless. You will never, never change. Hey, you are the husband to the widow. You will never, never change. You'll never, never change. That is fine. Praise the Lord. You'll never, never change. That is what is your name. You'll never, never change. Jehovah is your name. You'll never, never change. Oh, 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 oh. Fatherless, you will never, never change. You are hope to the hopeless. You will never, never change. You are my father when I have no father. You will never, never change. Jehovah Rapha is your name. You will never, never change. Covenant keeping God. You will never, never change. Jehovah Rapha, Jehovah is your name. You will never, never change. Oh, 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 oh. Amen. Amen. Before I give the announcements, I want to call Sister Lillian to come and give us some message briefly. Bevor wir zu den Ankündigungen kommen, bitte ich jetzt noch Schwester Lillian nach vorne. Praise the Lord. Yes, since the worship, the Holy Spirit keep saying this to me. Während des Lobpreises hat der Heilige Geist mir etwas gesagt. It's for me, and I believe it's for somebody here also. Es ist für mich, aber ich glaube, es spricht auch für jemanden heute hier. For 2 months now, I've been having pains on my feet. Seit 2 Monaten ungefähr habe ich Fußschmerzen. And I've been praying that the Lord should heal me. Und ich habe den Herrn um Heilung gebeten. So, it keeps coming to me. I am the Lord that healeth you. Und mir kam immer wieder in den Sinn, dass der Herr ist der, der uns heilt. I send forth my word and heal your disease. Er steht zu seinem Wort und wird auch meine Krankheit heilen. I receive it for myself. Ich habe es selbst schon empfangen. And everyone here that has pains. Und alle, die hier Schmerzen haben. Take it by faith, the Lord has healed you. Amen. Glaubt, dass der Herr euch heilen wird. That's how the Spirit works. So funktioniert der Heilige Geist. So many people wait for their testimonies or Holy Spirit to speak to them. They struggle to receive it, but somebody receive it and share it. So next time when the Holy Spirit minister, please don't keep it to yourself. It might be a message for the church. God bless us. Nächstes Mal, wenn der Heilige Geist euch etwas sagt, haltet es nicht zurück, sondern teilt es mit der Gemeinde. We have special announcement and I will start with that. Wir haben heute spezielle Ankündigungen und damit beginnen wir jetzt auch. The first one is that we are having prayer half night on the 24th of June this month. Am 24. Juni haben wir eine Gebetshalbnacht. And that is not for only people outside, but for all of us and our friends and family. Yeah, das ist für alle von uns, für unsere Familie und Freunde. Ihr könnt gerne Leute einladen. Another one of the announcement is that we are having our brother and minister, Pastor Ingolf Elzer. Eine weitere Ankündigung ist, dass unser Bruder Pastor Ingolf Elzer uns besuchen kommt. And he's coming for 3 days. Er kommt 3 Tage lang.
on the 17th to 19th of June. Vom 17. bis 19. Juni. On Friday, the program starts by 7 p.m. Am Freitag fängt das Programm um 19 Uhr an. And on a Saturday, we have two sections. That is first in the morning, 10 o'clock, and in the evening, 7 p.m. Und samstags morgens um 10 Uhr und wieder abends um 19 Uhr. And on Sunday, our usual time, 10:30 in the morning. Und sonntags zur gewohnten Zeit um 10:30 Uhr. Another of our announcement is we are having baptism for those who want to be baptized and alongside picnic on the 3rd of July. Und eine weitere Ankündigung ist, dass wir am 3. Juli unsere alljährliche Taufe haben und danach unser Gemeindefest mit grillen. Let us put this in mind. I want to, okay. Ja, behaltet das im Kopf. Okay, we have some special people in our midst that we cannot omit. We cannot afford to not celebrate. Wir haben heute besondere Leute in unserer Mitte, wo wir nicht verpassen können, dass wir sie feiern. Those are the people who have celebrated their birthday in the course of the week and maybe they are celebrating today. Das sind Leute, die heute oder diese Woche Geburtstag hatten. If you are here and you are celebrated in the week or meldet today, euch bitte. Please signify. Please stand to your feet. Please stand to your feet. Auf. Let us thank God for them. We thank God for your life. Wir danken Gott für eure Leben. And we celebrate you as a church together. Und wir feiern euch gemeinsam als Kirche. Because a lot of people celebrated their birthday last year, but they are not here this year. Weil es viele Leute gibt, die letztes Jahr ihren Geburtstag gefeiert haben, aber heute nicht mehr hier sind. It's a special grace. Also es ist eine besondere Gnade. We pray that you celebrate many more years in the land of the living. Und wir beten, dass ihr auch mehrere weitere Geburtstage feiern werdet. And we have some special people in our midst too, those who are worshiping with us for the very first time. Und die anderen besonderen Menschen sind die, die heute zum ersten Mal mit uns diesen Gottesdienst feiern. If you fellowship with us today first time, please signify so that we can welcome. Dann könnt ihr euch auch gerne bitte melden. Anybody? Okay. In the absence of none, please let us put it into work so that we can continue to win souls for Christ and bring new people into the fold. Das heißt, dass wir angespornt sind, auch neue Leute herzubringen in Gottes Gegenwart. Amen. Amen. Our usual announcement, but not usual. There was a special announcement too. Es waren jetzt unsere üblichen Ankündigungen, aber etwas anders. Prayers on Monday, 7 p.m. Let us put it in mind. Auch unser wöchentliches Gebet um 19 Uhr auf Zoom. Auf Zoom, yeah. We have a link on the website. Let us check it out and join the fellowship. Der Link ist auf der Gemeindewebsite. And then Bible study on Wednesday, the same time, 7 p.m. Und auch mittwochs unser Bibelstudium um 19 Uhr auch über denselben Link auf Zoom. Daughters of Zion, Jesus is Lord. Our meetings on Friday, let us put it also in mind and be part of the service. And as we do so, God blesses us. Die Frauen treffen sich auch um 19 Uhr, freitags um 19 Uhr und denkt bitte daran. Let us stand to our feet. Lass uns jetzt aufstehen. If you have been blessed like I am being blessed, I want us to give an applause to the King of Kings who packaged the service of today. Give it to God, not to my pastor, not to anyone, to God. To him who has done it, who is doing it, who will continue to do it. Amen. Our Father in heaven, we say thank you. We give you all the thanks. We give you all the praise. From the beginning to the end, obviously, you are God. We thank you because you never let us out of your spirit, but you have led us today over and over in the worship, in the opening prayers, in the opening songs, through the message. Even now in announcement, we are seeing that you have so many blessings packaged for us. We thank you, O God. Accept our thanksgiving in the name of Jesus. We commit our offering into your hand because out of the abundance that you have given unto us, we have brought this token. We pray that you bless it in the name of Jesus and use it for your work in the name of Jesus. We pray as we go forth into the week, we grow with your might in the name of Jesus and that we will allow Holy Spirit to guide and order our steps in the name of Jesus. Thank you, faithful Father.
we declare that no sickness will gain access to any one of us in the name of Jesus. There's any trace before, we cancel it out in the name of Jesus. Thank you, faithful Father, because we are your children. And we know that you are our God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us share the grace together. Lass uns jetzt den Segen zusammensprechen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Die Gnade des Herrn Jesu Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Nur Gute und Gnade werde mein Folge, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn. Immer da. Amen. Shalom. Shalom.